Liebe Bürger und liebe Bürgerinnen, ich freue mich, dass Sie so zahlreich heute gekommen sind. Wir sehen es ja in etlichen Mitgliedstaaten Europas inzwischen schon, dass Rechte und Populisten letztendlich sogar in die Regierung gekommen sind. Und deshalb müssen wir hier auch wirklich aufrecht aufstehen und deutlich machen, wir wollen nicht, dass sich Deutschland in diese Richtung entwickelt, dass wir zurück ins Nationale verfallen und damit auch unsere Werte verraten. Zusammenbraut und die Antwort kann nur sein, wäre... Ich habe Angst davor, dass das, was ungefähr vor 70, 80 Jahren in Deutschland schon mal passiert wird, jetzt wieder in Europa kann durchgreifen. Weil mir der wachsende Rechtspopulismus und der Nationalismus Angst macht und nur ein vereinigtes Europa, eine Europäische Union Frieden bedeutet. Und das ist das Wichtigste.